Knastpizza, Beast Kitchen Style. Super heiß, aber lecker. Dazu nehmen wir eine Unterseite eines Fladenbrots und machen die kurz nass. Für die Soße einfach Tomatenmark und Gewürze nach Wahl. Ich habe ja Oregano genommen. Die Zwiebeln zu kleinen Streifen und die Paprika in kleine Würfel schneiden. Die Soße habe ich dann verteilt und noch mit Chorizo belegt. Darüber die Paprika und dann eine ganze Packung Mozzarella. Und darüber die Zwiebeln. Und noch ein bisschen Emmentaler. Oregano. Und getrocknete Chilis. Umluft bei 200 Grad. Fertig und ab in den Ofen. Knuspriger Rand, besser als bei jeder Pan-Pizza. Lecker. Lecker, die gibt's auf jeden Fall wieder.